Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich da bei QS24 im Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz ein Video einblenden und möchte Sie gern bitten, dran zu bleiben. Schauen Sie sich dieses Video blitzig an, lesen Sie Texte, die hereingeschossen kommen und auf diese Dame einprasseln, und wir sind gleich wieder für Sie da. Vor 3 Monaten habe ich begonnen, Bilder von mir selber ohne Make-up auf Social Media zu posten. In dieser Zeit haben mehr als 100.000 Menschen mein Gesicht kommentiert. Der folgende Film enthält reale Kommentare, die unter die Bilder gepostet wurden. Ich kann sie nicht einmal anschauen. Was ist falsch mit ihrem Gesicht? Ihr Gesicht ist so hässlich. Widerlich. Scheußlich. Hässlich. Ernsthaft? Hat sich jemals ihr Gesicht gewaschen? Abscheulich. Du siehst ekelhaft aus. Du siehst wunderschön aus. Du bist so hübsch. Du bist so niedlich. Du siehst erstaunlich aus. Ich liebe dein Make-up. Du siehst atemberaubend aus. Der Lippenstift sieht an dir fantastisch aus. Du bist perfekt. Das ist fantastisch. Aber so schockierend. Du trägst so viel Make-up. Das ist falsche Werbung. Das sollte illegal sein. Das ist irreführend. Das ist der Grund, weshalb ich Vertrauensprobleme habe. Du bist so hässlich, das ist der Grund, weshalb du Make-up trägst. Stell dir vor, du würdest am Morgen neben mir aufwachen. Sie schaut immer noch aus wie Scheiße. Vertraue keinem verdammten Miststück mit Make-up. Respektiere dich selbst, du verdammte Schlampe. Du siehst ekelhaft aus. Akne lässt mich wortlos fühlen. 25 Jahre alt, ich kämpfe immer noch. Ich bin 12 Jahre alt und habe Akne. Bitte hilf mir! 27 Jahre alt und habe es so satt. 41 Jahre alt und hatte Akne für 18 Jahre. Es bringt mich zum Weinen. Ich werde gemobbt wegen meiner Haut. Du siehst wunderschön aus. Du bist wunderschön. Du bist wunderschön. Lass dir von niemandem etwas anderes sagen. Nicht einmal von dir selbst. Kommentare wurden von Social Media genommen. So, da sind wir schon wieder. Sie sind vielleicht auch tief berührt von diesen Szenen, so wie wir es auch sind. Ich möchte Ihnen ganz kurz meine Studiogäste vorstellen. Das ist einerseits zuerst die Dame. Herzlich willkommen, liebe Alexandra Wurlitzer. Dankeschön. Und herzlich willkommen, lieber Dieter Weiner. Alexandra, diese Szene, unglaublich. Unglaublich, wie die ganze Welt auf eine Frau einschießt, so wie sie ist im Kern. Und dann, kaum bemalt sie sich, kriegt sie wieder Lob ohne Ende. Also ich finde das echt, ich sage das Wort ja nicht zum Kotzen im Fernsehen, aber es fühlt sich so an. Oder? Wie siehst du das? Ja, das ist leider so ein Zeichen unserer heutigen Gesellschaft, dass wir sehr oberflächlich werden mit den ganzen Social-Media-Themen oder überhaupt die Werbung. Das wissen wir ja alle, darüber reden wir täglich, dass die Werbung uns Bilder vorgaukelt, die so eigentlich auch nicht der Realität entsprechen. Menschen werden über Filter verändert, also schön gemacht. Äußerlich. Und es gab ja jetzt auch eine Umfrage, ein berühmter Fotograf, ich glaube es war Rankin, der hatte Mädchen fotografiert und hat ihnen dann die Möglichkeit gegeben, innerhalb von ein paar Minuten zu entscheiden, was sie an ihrem Porträt gerne anders haben möchten. Und extrem erstaunlich war, dass jedes Mädchen sich so
wie sie auf dem Bild abgebildet war, nicht lassen konnte. Jedes Mädchen hat Veränderungen an sich vorgenommen und letztendlich sahen alle gleich aus. Und das hat der Fotograf dann auch bemängelt, weil er sagte, es ist eigentlich schade, dass diese Gleichmacherei stattfindet. Wir sind alle Individuen, wir haben alle etwas ganz Besonderes in uns und wir sollten eigentlich nicht wirklich auf diesen Zug aufspringen, dass wir alle gleich nach einem bestimmten Schema aussehen, nach einem sogenannten Schönheitsideal, was wir glauben, was es ist, aber was uns eben einfach vorgegaukelt wird, was so aber doch eigentlich nicht stimmt. Und das ist schade, weil nicht jedem ist so eine natürliche Schönheit vielleicht von Grund auf, eine äußerliche natürliche Schönheit gegeben, eine innere jeden sicherlich. Denn jeder hat einen wundervollen, einen wertvollen Kern. Und wie gesagt, wir müssten eigentlich, sollten, täten hoffentlich irgendwann weggehen von diesen Oberflächlichkeiten, dass wir uns nur nach dem beurteilen und verurteilen, was wir gegenüber sehen an Äußerlichkeiten. Wir sollten uns Zeit nehmen, den anderen auch kennenzulernen, denn da hat sich dann bei den meisten schon ein ganz anderer Eindruck dann entwickelt, wenn wir uns längere Zeit miteinander austauschen und kennenlernen. Klar. Ja. Und wie gesagt, jeder sieht anders aus von uns. Das ist ja gewollt so und das hat die Schöpfung sich ja so ausgedacht. Und es ist natürlich auch Aufgabe eines jeden Einzelnen, mit seinen Gegebenheiten umzugehen und das Bestmögliche daraus zu machen. Und in dem Video hat es die Frau gemacht, hat das Bestmögliche aus den Gegebenheiten gemacht und danach wurde sie von der Gesellschaft auch wieder als akzeptabel, als wunderschön, wie auch Star. Immer betrachtet, als Star, aber vorher eben einfach nicht. Und ja. Diese Oberflächlichkeit macht mich genauso traurig wie dich oder auch uns traurig, genauso wie dich. Also aber ich frage mich halt immer wieder, wenn eine Frau mit solchen Schlagwörtern konfrontiert wird oder auch wir Männer mit diesen Wörtern, die wir da in diesem Video gesehen haben, das zerreißt doch meine Seele. Jeder will doch schön sein und plötzlich kommen diese bösen Wörter hinzu, das zerreißt, da kann man ja fast nicht umgehen damit, oder? Ich habe immer das Gefühl, die Haut wird auch immer dünner mit der Zeit und je mehr da geschoben wird und gekratzt wird, dann schreit doch die Seele. Also das kann doch ein psychisches Wrack werden, wenn die nicht stark ist innerlich und weiß, dass sie schön ist, oder? Wie siehst du das, lieber Dieter? Ja, das Ganze ist halt im Moment so, wie es ist. Man muss es so hinnehmen, dass die ganze Welt immer nach Perfektion strebt, in irgendeiner Form. Und je perfekter wir werden und wenn wir versuchen es zu werden, desto gleicher werden wir dann unterm Strich. Aber nur nach außen, oder? Ja, das ist alles nur außen, das ist alles nur Fassade. Auch wenn wir uns mit schönen Autos oder mit schöner Kleidung behängen, ist es auch nur außen, ist auch nur Fassade. Mhm. Oder dann kommt der Beruf dazu und das Einkommen. Im Grunde bauen wir uns Stück für Stück eine Rolle, in die wir spielen, damit wir nach außen einen bestimmten Eindruck erwecken. Was innen in uns abläuft, das fragen sich die wenigsten. Und die Frage ist immer, warum tun wir das? Wofür tun wir das beispielsweise? Und in den meisten Fällen tun wir das natürlich deshalb, weil wir uns nicht gelernt haben zu lieben als Kind. Ja, sondern die vielen Kritiken, die wir bekommen haben, tu dieses nicht, tu jenes nicht. Ich habe kürzlich in eine wissenschaftliche Untersuchung gelesen, dass ein 18-Jähriger in Amerika, war die Untersuchung, ein 18-Jähriger schon rund 120.000 Mal den Satz hört, das kannst du nicht, lass das lieber sein. Also das sind 120.000 Mal die Information, die hier einem Kind und später dann Jugendlichen transportiert wird, du bist nicht gut so, wie du bist, du bist nicht in Ordnung. Und da passt natürlich, du bist nicht schön, du bist nicht perfekt, du bist nicht vollkommen. Ja, du bist einfach so, wie du bist, nicht in Ordnung. Und dann fangen wir an, Rollen zu spielen. Wir lernen, Rollen zu spielen im Außen. Das tun wir auf die eine oder andere Art und Weise, damit wir im Außen Lob bekommen und Anerkennung, Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich dann, dass wir dann vielleicht als Frau anfangen, uns zu schminken. Als Jungs fangen wir an, dann uns Bärte stehen zu lassen oder nicht. Momentan ist das so ein Trend, ein Bart. Ich habe es auch versucht. Das passt nur nicht zu mir, glaube ich, zumindest. Oben wenig, vorne viel. Ja, im Gegensatz zu dir. Ne? Das, dir steht das, mir steht es eben nicht. Aber das sind so Trends, wo wir eben anfangen, nach außen einen bestimmten Eindruck zu erwecken. Und so ist es dann auch mit Beruf. Dann suchen wir uns einen Beruf, der natürlich nach außen nach Möglichkeit Anerkennung geben sollte. Wir wollen Geld verdienen. Warum wollen wir das? Damit wir auch
um uns herum eine Fassade aufbauen können, in der wir zeigen können, wir sind gut so, wie wir sind in dem Dreh. Und im Grunde spielen wir alle eine Rolle. Aber das kann ja alles mal, nicht der Sinn des Lebens ja, sein. Das kann ja nicht sein, denn einer der wichtigsten Sätze, die ich mal in meiner ganzen Erfahrung als Trainer und Coach, auch in meiner eigenen Ausbildung gelernt habe und ich den Satz immer wieder weitergebe, ist der Satz, wer im Leben eine Rolle spielt, spielt für das Leben keine Rolle. Und sag ihn nochmals bitte. Wer im Leben eine Rolle spielt, spielt für das Leben keine Rolle. Mhm. Ja, logisch, ja. Das heißt, ich bin nicht sagend, wenn ich nur so tue, als ob. Sondern es geht darum, seine eigenen Talente und Fähigkeiten zu erkunden, seine Berufung zu erkunden, seine eigene Mission zu erkunden. Es geht darum, den Sinn des Lebens zu erkunden und ihn dann natürlich auch zu leben und auf dem Weg dahin, ja, sein eigenes Optimum zu erforschen und es dann auch zu entfalten. Aber spielen wir nicht die meiste Zeit eine Rolle? Natürlich tun wir das. Schon, ja. Aus diesem Gefühl heraus, dass wir uns selber mit uns nicht wohlfühlen. Und dann fangen wir uns an, uns zu schminken oder uns zu kleiden oder wie auch immer. Gehen wir nochmals zurück zu dieser Dame. Also meine, die Haut, wie sie sich gezeigt hat, ist ja auch ein Ausdruck der Seele. Also die muss ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt ihren Berufungsweg gehen, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch einen Grund hat, diese Akne, diese Hautausschläge und sich die Haut ja letztendlich auch entgiftet und das Zeug, oder was sie ständig reinschmiert oder loshaben will, oder ein tiefer Ausdruck einer verletzten Seele sein kann, oder? Ich vermute eher, und ich habe auch keine glücklichen Augen gesehen bei dieser Dame. Man wundert mich auch nicht und ich vermute eher das Letztere, dass es hier wirklich eine verletzte Seele ist, eine Seele, die möglicherweise eine Zeit hinter sich hat, vielleicht ihr ganzes Leben schon, wo sie eben nicht so glücklich war und im Außen sich immer mehr an ihrer Umgebung orientieren musste, in irgendeiner Form. Jedenfalls hat das nicht so glücklich ausgesehen, da hast du vollkommen recht. Es ist nur zu vermuten, wir wissen das natürlich jetzt in dem Fall nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie sehr unglücklich war. Ja, und das Schminken war im Grunde ja nur eine Möglichkeit, eine Rolle, die sie hier gespielt hat, die sie dann einnehmen konnte, dass sie jemand nach außen hin gespielt hat, der sie eigentlich gar nicht war. Ja, ja, ich finde es einfach ein tolles Beispiel, einfach zu zeigen, wie oberflächlich gewisse Dinge einfach gesehen werden und wie man hier doch diese zwei Welten aufeinander prallen, so ganz krass, oder? Und ich finde einfach, hier muss man vielleicht wirklich einhaken und darum finde ich dieses Sendeformat heute auch ganz wichtig, weil ihr eben auch Menschen seid, die solche verletzten Seelen auch abholen könnt und ihnen eine Hilfestellung geben kann. Weil viele Menschen haben Pickel, viele Menschen werden ständig verletzt. Und da fragt sich einfach, wie viel hält die Seele aus? Ja, und das wird manchmal auch nicht besser, wenn man nicht Hilfe kriegt, irgendwie ganz mit einfachen Informationen, ne, nur zu erkennen, dass ich schön bin. Wenn ich mich in den Spiegel anschaue, ich möchte jetzt da nicht sagen, weil ich sage es, ich schaue mir doch gerne in den Spiegel und sage mal, doch, das ist eine ehrliche Haut, ich sehe mich gerne im Spiegel, finde einfach, da habe ich ein kleines Leuchten in den Augen, ich bin happy, so wie ich bin. Ich sage das tatsächlich, weil ich es auch finde, dass es okay ist, das zu sagen. Und das hatte ich aber früher nicht. Früher hatte ich da mehr den Materialismus gesehen und auch eine verletzte Seele, weiß Gott was alles. Aber wie viel Teilnehmer, die zu euch kommen, können in den Spiegel schauen und sagen, ich bin top, ich bin cool. Oder lernen sie das bei euch? Also es sind die wenigsten, die das wirklich können. Die kannst du wirklich suchen. Wenn ich schätzen würde, würde ich sagen, vielleicht von 1000 einer. Das ist wirklich wenig Menschen, die wirklich sagen können, so wie ich bin, bin ich wunderbar und ich liebe mich so, wie ich bin. Ansonsten sind wir erzogen worden mit diesen Kindheitsmustern, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Diese ständigen Korrekturen, die wir dann Erziehung nennen, die ein Kind natürlich ganz anders aufnimmt wie ein Erwachsener. Ein Erwachsener nimmt das ganz oberflächlich und sagt, das war doch nur ein Hinweis. Ja, aber wenn du es immer wieder hörst und du hörst es dann 120.000 Mal, dass du nicht in Ordnung bist, dann glaubst du es irgendwann mal. Und so wirst du eben erzogen und das geht natürlich auch im Außen dann immer noch weiter. Auch wenn du heute im Beruf bist und arbeitest, dann kriegst du ein bestimmtes Gehalt. Dein Chef geht davon aus, du bringst ihm Top-Leistungen, um ein bestimmtes, damit du dein Gehalt auch verdienst. Ja, aber in dem Moment, wenn du also was richtig machst, muss er dich ja nicht loben, dafür zahlt er dir dein Gehalt. Klar. Ja, aber in dem Moment, wenn du was falsch machst, dann kriegst du sofort
vermittelt. Das heißt von den Kollegen, von den Kunden oder von wem auch immer. Auch im Leben geht es dann ständig weiter. Dass wir überwiegend mit den negativen Dingen konfrontiert werden und nicht mit den positiven. Darf ich diese hypothetische Frage euch stellen oder vielleicht habt ihr auch die Antwort? Aber wenn jemand zum Beispiel jetzt wirklich Probleme hat mit seinem äußeren Erscheinungsbild oder sich die Haut wie bei dieser Dame auch zum Ausdruck bringt und die kommen jetzt zu meinem Seminar und ihr schält an diesem Menschen, an der Seele, dass sich das, diese Herzöffnung da gibt, eine Dankbarkeit kommt, die Freude zum Leben zurückkommt, kommt dann auch vielleicht plötzlich das Erscheinungsbild, die Haut, wieder in ein anderes Bild rein? Können sich die Probleme der Haut plötzlich lösen über die Seele? Natürlich, das kann sich über Nacht auch ändern, hatten wir auch schon. Also jetzt nicht am Beispiel der Haut, aber an einer anderen, ich sage jetzt mal, Symptomatik, das hat sich wirklich über Nacht geändert, weil derjenige einfach ein neues Bewusstsein eingenommen hat, ne? Das ist jetzt so ein Spezialfall gewesen, aber das heißt nicht, dass es dem Nächsten nicht auch so gehen kann. Wenn der eine neue Haltung zu sich selber einnimmt, dann kann er das von der einen zur jetzt zur nächsten Minute verändern. Und es soll jetzt sich auch nicht so anhören, dass nur Leute zu uns kommen, die jetzt mit sich selber ein Problem haben. Wir wollen ja auch appellieren an grundsätzlich an die Gesellschaft, dass man mit Menschen, die vielleicht einfach sich nicht so gut selber lieben können, wie es gut wäre für sie, dass wir die so behandeln, dass sie es wieder lernen können. Also dass wir nicht diejenigen sind, die dann diese Schimpfworte an jemanden richten, der uns nicht gefällt oder der uns vielleicht als eklig erscheint oder was auch immer, ne? Also auch an die Menschen möchten wir appellieren oder auch hier eine Art neues Bewusstsein kreieren, dass wir den anderen so behandeln, wie auch wir behandelt werden möchten. Und diesen Satz hatte ich gerade im Kopf, jetzt hast du ihn weggenommen. Tut mir leid. Ja, ist schon so, hä? Ja. Das wäre schon das Ziel, vor der eigenen Türe zu kehren und genau Menschen so zu behandeln, wie man selber behandelt und werden will. Ja. In unserer Gesellschaft, schön. Wir begegnen tagtäglich Menschen und wir können auch einen positiven Einfluss auf die Menschen ausüben. Wir können ihnen auch helfen, sich selbst wieder mehr zu lieben, dadurch, dass wir ihnen ihre positiven Seiten auch mitteilen. Denn eben, wo hat man denn das schon, dass uns jemand anders sagt, was gut an uns ist? Meistens eben, wie du es vorhin schon beschrieben hast, bekommen wir nur gesagt, was halt alles nicht so gut läuft unter Umständen. Es ist eher selten, dass wir positive Komplimente bekommen. Aber wir es ist selber wichtig. Schauen auch immer nur das Problem an, anhand dieser Fotos, die du dir gesagt hast, das genau. Von diesen Models. Ja, ja. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dem anderen auch ins Gleichgewicht zu verhelfen, sich selbst ins Gleichgewicht zu verhelfen, wie auch dem anderen, damit er wieder auch sich in der richtigen Sichtweise sehen kann. Weil die meisten, die hängen eben einfach schief. Die sehen nur, was an ihnen nicht gut ist. Und aber ich möchte vielleicht noch eine Ergänzung machen. Es ist auch noch problematisch, weil gerade wenn wir uns selber mal im Spiegel schauen und sagen, Mensch, bin ich heute wieder schön oder bin ich heute wieder gut oder ich finde mich heute gut oder wie auch immer, findet man es in der Gesellschaft ja auch nicht so positiv, wenn man sowas tut. Ja. Ja, das, man nennt es dann, ja, du bist ein Narzisst, ne, oder du bist egoistisch oder wie auch immer oder du hebst jetzt ab und ne, wo sofort dann auch als Kind noch die Eltern eingreifen würden, immer schön am Teppich bleiben und so weiter. Und das ist natürlich einer der Punkte, wo wir das auch gar nicht mehr gelernt haben. Wir haben uns gar nicht getraut, weil wir oft kritisiert worden sind dafür. Und heute, wenn sich jemand im Spiegel anschaut, dann schaut er natürlich als erstes mal, wo ist denn Pickel oder passt da alles? Und man schaut natürlich auf die Dinge, die nicht stimmen. Andersrum wäre es natürlich besser, hier und da auch mal zu schauen, was alles stimmt und so weiter und so fort. Ah, das hatte ich auch mal erlebt. Ich hatte mal 10 Jahre lang ein Meerwasser-Aquarium. Und hatte dann wirklich irgendwann die Freude sowas verloren, weil ich nur den Dreck und die Algen gesehen habe. Und nicht mit dieses Korallenriff. Aha. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ja. Oh Gott. Es ist traurig. Ja. Aber das ist genau mir ja auch passiert. Das ist aus dem Leben gegriffen. Ja? Mhm. Also total traurig, wirklich. Also die Balance, das Gleichgewicht verloren. Es geht immer nur ums Gleichgewicht im Leben. Und was ich noch sagen wollte, was triggert das dann immer in uns an, wenn jemand anders das vielleicht schon kann, ne? Dass er sich in den Spiegel schaut und sagt, Mensch, ich bin ein toller Hecht oder eine Hechtin, wie heißt dieser weibliche Fisch? Keine Ahnung. Hechtöse. Was triggert denn das in uns an, dass wir sagen, der spinnt ja, das kann er doch nicht einfach so von sich sagen oder der ist narzisstisch oder was auch immer, triggert genau das in uns an, dass wir uns selbst eben gerade in dem Moment nicht so lieben können, wie das der andere tut. Ne? Mhm. Also sollten wir aufmerksam werden, wenn wir jemanden anders als
übertrieben narzisstisch oder überhaupt narzisstisch oder sagen, sowas kann man doch nicht machen, dass man für sich selbst so gut spricht oder über sich selbst so gut spricht, dann sollte das immer ein Hinweis für jeden sein, schau mal nach deinem eigenen Selbstwert, schau mal nach deiner eigenen Selbstliebe. Ja, ja. Wer auch immer sich da jetzt angesprochen fühlt. Klar. Es geht ja wirklich um das Erkennen im Spiegel deiner eigenen Seele und einfach so sagen, doch, ich bin auf gutem Weg, habe schon einiges lernen dürfen und es ist okay. Was mir immer wieder wehtut, ist einfach Menschen zu sehen, denen man 100.000 Mal sagen kann, wie schön sie sind und sie wollen es nicht hören. Ja, das ist auch in der Liebe dann das Problem später mal. Wenn nämlich jeder so ein Ungleichgewicht in sich hat, so eine Unbalance, Disbalance, und jetzt kommt ein anderer, ne, und der hat das Gefühl, so ich kann mich nicht so leiden, wie ich bin, oder ich bin so nicht okay, wie ich bin. Und jetzt kommt ein anderer, sagt, du bist okay, ich liebe dich, so wie du bist. Das glaubt man dann gar nicht. Wieso nicht? Ja, ne, weil man die eigene Selbstsicht oder die Sicht auf die Dinge ist eine völlig andere. Man sieht sich selber nicht in diesem Licht. Und deshalb zweifelt man das an und man fragt sofort, was will der andere von mir in dem Moment, okay? Und das ist die Problematik. Das kann unter Umständen dann natürlich auch zu Schwierigkeiten führen, vielleicht auch zu Eifersucht und zu vielen anderen Dingen, weil man dann im nächsten Schritt für den anderen nicht gut genug erscheint. Man glaubt, man ist nicht gut genug für den anderen. Nur über das äußere Erscheinungsbild kommen solche... Häufig. Wir haben häufig sehr gut aussehende Frauen auch in den Seminaren. Und wenn man die fragt, was ihr Problem ist, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht gerade schon verheiratet sind, dann sagen sie, dass... Was ist verheiraten das Problem? Naja, oder dass sie nicht in einer Beziehung sind. Ja, okay. Dann sagen sie, dass viele Männer sich nicht trauen, sie anzusprechen. Weil die Männer immer das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug für so eine gut aussehende Frau. Ja, es ist unglaublich. Ja. Es gibt in der Tat Menschen, die halt die Dinge so sehen und dafür... können sie jetzt erstmal nichts, weil die Erziehung haben sie so genossen. Sie hätten irgendwann mal halt hinschauen müssen und fragen müssen, bin ich das wirklich so, wie ich glaube, dass ich bin? Oder bin ich das vielleicht anders? Mhm. Ich rate in so einem Fall immer mal wieder zum besten Freund oder zur besten Freundin zu gehen und mal zu sagen, wie siehst du mich eigentlich? Mhm. Ja, und die nimmt man ernst. Ja, die nimmt man dann ernst, ja, natürlich. Die ist ja ehrlich, ja, und sagt konkret, du bist wirklich toll, wie du bist, oder? Sonst wären sie auch nicht Freunde, oder? Ja. Naja. Auch nicht unbedingt. Aber man könnte es dann schon erwarten, wenn es ein wirklich guter Freund ist, dass er einem sagt, was gut ist an einem. Ja. Und dann vielleicht auch noch ein oder zwei Aspekte, was man noch verbessern könnte. Mhm. Das ist doch nicht negativ. Nein, das bringt mich ja nur weiter. Ja. Aber das wäre mal eine gute Geschichte. Man wäre oft erstaunt, dass das Bild, das man im Außen dann bekommt, nicht mit dem eigenen Bild übereinstimmt. Mhm. Und dann merkt man dann, dass irgendwas nicht stimmt. Tja. Okay? Und meistens stimme ich nicht mit meiner Sicht auf die Dinge, nämlich in dem Fall auf mich selber. Mhm. Und das ist schade, aber das ist so. Das ist ein Erziehungsprogramm, ein Erziehungsmuster, das wir hier mitbringen, dass wir nicht erzogen worden sind zur Selbstliebe. Das ist leider so. Aber das ist aber ein Thema, das man lernen kann in Seminaren. Einfach, dass man rausreist aus dem bestehenden Feld in ein neues Feld rein. Eure Seminare gehen so ein Selbstliebe-Lernungsprozess-Seminar, 3 Tage, 5 Tage. Ja, wir haben Seminare, die beginnen mit 3 Tagen, wir haben auch Seminare, die sind 5 Tage. Also da kann man sich dann raussuchen, was für einen das Richtige ist. Mhm. Aber wie war die Frage nochmal ganz genau? Ob man das bei euch lernen kann in diesem Seminar? Ja, natürlich kann man das bei uns lernen, aber ich will ganz bewusst dazu sagen, man muss nicht zu uns kommen, um das zu lernen. Man kann auch das sehr wohl auch mal mit einem Bewusstseinsprozess zu Hause tun, indem man sich mal zurücknimmt und einfach mal fragt, wofür kann ich denn dankbar sein? Was stimmt denn alles an mir? Was ist denn in Ordnung? Was habe ich für Talente, für Fähigkeiten? Was tue ich gerne? Mhm. Wo habe ich schon Komplimente bekommen? Was loben andere Menschen an mir? Das sind alles Dinge, wo ich Stück für Stück mein Bewusstsein verändern könnte. Nur, und jetzt kommt der Punkt, das tut man meistens nicht. Denn in dem Hamsterrad, in dem wir halt drin sind, da verrinnt die Zeit oft so schnell, dass es manchmal dann sehr sinnvoll ist, sich mal aus diesem ganzen Geschehen herauszubewegen, mal ein Seminar zu besuchen und mal 2, 3 Tage mit ganz anderen Menschen zusammen zu sein. Und was mir da immer auffällt, dann kommen wildfremde Menschen zusammen. Ja, wir machen nicht so große Gruppen. Ja. Ich bin nicht so ein großer Fan von 2.000, 3.000 Leuten, sondern kleine, überschaubare Gruppen mit 20, 30, vielleicht mal 40 Menschen. Gleichgesinnte. Ja, genau. Und plötzlich dann ist jeder schön. Ja, und man stellt plötzlich fest, dass man die Menschen immer mehr mag, egal wie sie sind, egal ob sie klein oder groß, dick oder dünn, männlich oder weiblich oder was auch immer sind. Man stellt plötzlich fest, die Gruppe wächst immer mehr zusammen und auch die Menschen merken, dass sie immer mehr angenommen werden, so wie sie sind, dass sie nicht eine Rolle spielen müssen und dann lernen sie echt und authentisch zu sein. Und dann merkst du auch,
wie die Gesichtszüge entspannen, wie die Menschen zu strahlen beginnen, wie Toll. Die eine ganz andere Ausstrahlung haben. Ja, ja, und ich sage dann oft, ich würde mir wünschen, ich würde mal ein Foto vor euch machen zu Beginn. Ja, ja. Und dann, wenn ihr wieder geht, nach drei. Ja, mach doch das mal. Super cool. Ja? Sendezeit ist schon wieder vorbei, Dieter. Aber ich sehe schon, jetzt bist du voll im Herz drin. Ja, es läuft, es läuft. Das springt das Herz, man sieht. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, diese Sendung hat Ihnen auch einen Sinn des Lebens vermittelt, nämlich nicht auf die Oberflächlichkeit zu schauen, sondern vielmehr auf das Innere, auf die innere Schönheit, auf die Seele zu achten, der Seele Ausdruck zu verleihen. Wir haben es in anderen Sendungen schon gezeigt. Die Liebe, die Dankbarkeit und die Freude ins Herz zuzulassen, Ausdruck zu verleihen, das ist der Sinn des Lebens und nicht auf diese Oberflächlichkeiten zu achten. Und vielleicht ist einmal ein Seminar für Sie das Richtige, vielleicht ist ein Partner, ein Freund, ein Kind von Ihnen das Richtige, ein Seminar mal zu schenken oder zu empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Wir blenden jetzt auch die Homepage noch ein von meinen Studiogästen. Schauen Sie mal rein, vielleicht ist da ein Termin irgendwo in Ihrer Gegend und vielleicht ist es ja das Richtige. In diesem Sinne, danke herzlich für die Aufmerksamkeit, danke, dass Sie dabei waren und auf Wiedersehen.